Shoyoka, am liebsten möchte man ja wirklich nichts mehr zu ihr machen. Einerseits, weil das Thema nach 11 fucking Monaten mittlerweile schon ein wenig langweilig wurde und andererseits, weil man mittlerweile beinahe zu der Unterstellung kommen könnte, dass sie eine Art Ragebait betreibt, für den sie dann auch keine Aufmerksamkeit verdient hätte. Aber selbst wenn man dieser Unterstellung nicht nachgeht und ihr wirklich nur noch Ruhe gönnen möchte, kommen ihre Allies an und versuchen sie auf absolut dämliche Weise zu verteidigen. In diesem Fall war es Baba Bartonek, der alte Nippelfetischist. Wie man so ihre Nippel sieht, ne? Ich will knabbern. Knabbern wie an Solettis. Ich würde nicht nein sagen. Ja, so hat er wirklich über die Mutter von Sinans Woche in seinem Stream minutenlang geredet, aber darum soll es gar nicht gehen. Denn es geht heute um einen Artikel von Netzpolitik über die Shoyoka-Sache. Den könntet ihr bereits aus dem Kuchen-TV-Video dazu kennen. Allerdings hat Baba Bartonek eine bisschen andere Meinung dazu. Netzpolitik.org, der sich mit dieser ganzen Sache beschäftigt, und Gamergate 2.0 vom 25.01.2024. Und hier würde ich direkt mal einschreiten. Die Shoyoka-Sache mit der Gamergate-Sache von damals zu vergleichen, wäre wirklich ein fataler Fehler. Ohne jetzt genauer auf die Hintergründe von Gamergate einzugehen, gibt es hier einen ganz klaren Unterschied. Damals haben sich nämlich viele große Creator nicht von dem Hass bzw. Hassnachrichten gegen Frauen distanziert. Was in der Shoyoka-Sache erkennbar anders ist. Denn sowohl KuchenTV... Und ich bitte euch einfach keine Hate-Kommentare zu schreiben. Ja, vielleicht mögt ihr Shoyoka nicht und das ist auch komplett in Ordnung, aber genießt einfach die Videos, aber lasst sie ansonsten bitte einfach in Ruhe. Als auch so ziemlich jeder andere große Creator, der Videos zu ihr gemacht hat, hat sich bereits von Hassnachrichten distanziert. Denn das wird immer negativ auf die Creator aus unserer Bubble zurückfallen und Shoyoka kann dann einfach sagen, guck mal, die schreiben ja ganz, ganz böse Nachrichten. Also muss ich die konstruktive Kritik ja wohl nicht ernst nehmen, oder? Die Autorin ist anonym und es wird vermutet, dass Shoyoka dahinter steckt. Nee. Gastbeitrag Sophie Müller steht hier. Erstmal finde ich es schön, dass er hier nur Sophie Müller liest und direkt sagt, nee, das kann also Shoyoka nicht sein, da steht ja Sophie Müller. Er wird zwar später noch vom Chat korrigiert, dass es eben ein Pseudonym ist, also die Person nicht wirklich so heißt, allerdings wäre das doch auch schon ein Teil der Kritik. Also wenn oben im Artikel nur dieser Name steht, dann ist das irgendwie nicht so besonders transparent, weil die allermeisten nicht bis ganz nach unten scrollen werden, um zu lesen, dass das eben ein Pseudonym ist und es sich um irgendeine Streamerin handelt, die nicht mit ihrem echten Namen diesen Artikel schreiben wollte. Ist einfach nicht besonders transparent, weil hinter dieser Streamerin kann ja erstmal jeder stecken. Klingt wie ein Pseudonym. Schau, es gibt genug Leute, die pro Shoyoka sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Netzpolitik Shoyoka einen Artikel schreiben lässt unter einem Pseudonym, wo sie positiv über sich selber schreibt. Also das halte ich für zu abgespaced. Ich sag's, wie es ist. Ich halte diese Unterstellung auch nicht für besonders wahrscheinlich. Meine Idee wäre eher, dass es vielleicht geschlossen Raumreh sein könnte, was ja eine sehr gute Freundin von Shoyoka ist, die auch, glaube ich, ein Büro teilen, wo ich es dann auch nicht ganz ausschließen würde, dass Shoyoka vielleicht dran mitgearbeitet hat. Aus diesem Grund halte ich es einfach für sehr intransparent, überhaupt so einen Artikel unter einem Pseudonym veröffentlichen zu lassen bei Netzpolitik. Ein Netzwerk aus männlichen YouTubern und deren Communities haben sie ins Visier genommen. Würde ich sagen, ist nicht gelogen. Was erstmal absolut gar keinen Sinn ergibt, aber ohne dass ich euch das jetzt erklären muss, entkräftet sich der Artikel nämlich auch noch selber. Denn was wird denn später im Artikel geschrieben? Ach so, später wird hier also die gleiche Personengruppe gegendert. Ich weiß nicht, wie das ganz zusammenpasst. Haben während dieser Artikel geschrieben wurde, einige der Akteure ihr Geschlecht gewechselt? Oder warum kann man am Anfang von Männern sprechen und muss das am Ende gendern? Vor allem die Streamerin Shoyoka, bürgerlich Pia Scholz, geriet dabei ins Visier eines rechten Netzwerks aus männlichen YouTubern, deren reaktionäres Weltbild sowie ihre überaus aggressiven Kampagnen erinnern an die Gamergate-Bewegung, die im Jahr 2014 begann. Man kann das so verknüpfen. Ich weiß nicht, ob es der ganzen Sache gerecht wird. Ja, so. Und das wird nur nicht der Sache nicht gerecht, sondern ist auch eine ziemlich harte Anschuldigung.
Denn wer genau soll denn dieses Netzwerk an rechten und reaktionären YouTubern sein? Die meisten würden hier an KuchenTV, Montana Black, Skurrus, vielleicht Jay Riddle denken. Allerdings steht das nicht explizit im Artikel, also könnte man es verteidigen mit, ja, wir meinten ja jemand anderen, da hat sich ja noch irgendjemand mit drangehangen, der ganz sicher rechts ist. Was halt absolut gar keinen Sinn ergibt, weil dann schreibt doch den Namen hin. Oder schreibt zumindest explizit hin, dass die Hauptakteure wie KuchenTV, Montana Black und Co. keine rechten oder reaktionären YouTuber sind. So verwässert man diesen Begriff und ich halte das einfach nur für gefährlich und fahrlässig, das so zu formulieren. Das liegt halt auch daran, dass sie zu der Zeit, als das passiert ist, maximal über die Stränge geschlagen hat. So, das muss man schon auch dazu sagen. Naja, und ich bin trotzdem der Meinung, dass diese ganze Scheiße viel zu weit geht und jeder, der da mindestens, also ich sage mal so, jeder, der mehr als 15 Videos gemacht hat, sagen wir 10, sogar wenn ich sage 10, ist es eigentlich schon ein totales Entgegenkommen. Jeder, der mehr als 10 Videos über Shoyoka gemacht hat, sollte sich fragen, ob er nicht ein bisschen komplett bescheuert ist. Ich habe noch ganze 8 Slots frei, Videos zu dir zu machen und diese werde ich auch komplett ausnutzen, wenn Baba Bartonek das sagt. Aber mal Spaß beiseite. Ich verstehe gar nicht, warum Baba Bartonek hier in einer Position ist, zu sagen, wie viele Videos man zu ihr machen darf. Ich finde beispielsweise bei einem KuchenTV kann man das überhaupt nicht kritisieren, da er einerseits immer wieder von ihr angegriffen wurde und andererseits auch immer wieder Artikel erschienen sind, die ihn als rechts, reaktionär oder sonst was framen, was er einfach gar nicht ist. Wenn man da dagegen argumentiert, ist das doch auch absolut verständlich. Und ja, es gibt auch ganz viele Leute, die nicht explizit betroffen sind, aber ich sehe immer noch keinen Grund, warum man bei Shoyoka jetzt kein weiteres Video machen darf. Also solange es die Leute interessiert und man sich von Hate distanziert, kann man doch so viele Videos zu einer Person machen, wie man möchte. Setzt euch hin und schaut euch das an. Da gibt es so ganz kleine YouTuber und so, die schon urlange auf der Plattform sind und die hatten zum Teil zweistellige Aufrufe. Und dann haben sie angefangen, Shoyoka-Videos zu machen und plötzlich waren die schon im unteren fünfstelligen. Okay, meint er jetzt mich? Also ich bin noch nicht so arg lange auf der Plattform, aber ja, mein eines Shoyoka-Video hat fünfstellige Aufrufe gemacht und das war auch das erste Video von mir, das diese Aufrufzahl erreicht hat. Danach sagt er noch das hier zu diesen Creatern, die er hier anspricht. Und die ärgsten Vollidioten dabei. Die ärgsten, uncharismatischen Vollidioten dabei. Okay, jetzt bitte ich euch einfach mal das Charisma-Level von Baba Bartonek auf einer Skala von 1 bis 10 in die Kommentare zu schreiben. Tatkräftige Unterstützung erhielt der Streamer dabei unter anderem von Montana Black. Mit rund 3 Millionen Subscribern ist er einer der reichweitenstärksten Streamer Deutschlands. Aber auch kleinere Streamer beteiligen sich. Viele von ihnen fallen ebenfalls durch frauenfeindliche Äußerungen auf. Man kann sich halt vielleicht daran stören, so, aber an dem Absatz ist nichts Falsches. Und abgesehen von den frauenfeindlichen Aussagen von Montana Black, zu denen wir gleich noch kommen, würde mich auch einfach mal interessieren, welche kleineren Streamer mit frauenfeindlichen Aussagen er denn meint. Denn ich habe mich von frauenfeindlichen Äußerungen ganz klar distanziert. KuchenTV macht ebenfalls regelmäßig Witze über Gewalt gegen Frauen. So traf er in einem Video mit Bezug zu der Streamerin die Aussage, deine Tränen sind mein Gleitgel. KuchenTV bestreitet, dass dies eine frauenfeindliche Äußerung sei. Für den Satz hätte er meiner Meinung nach nicht gebannt werden müssen. Für diesen Stream, um den es ging, für den hat er auf jeden Fall gebannt sein sollen. Gut zu wissen, dass Baba Bartonek jetzt wirklich anscheinend besser weiß, wer gebannt gehört und wer nicht, als ein Gericht. Also KuchenTV wurde von Twitch gesperrt, permanent, und er ist gerichtlich dagegen vorgegangen. Vor Gericht hat er gegen Twitch gewonnen und sein Account ist jetzt wieder da. Also Baba Bartonek, in welcher Position bist denn du jetzt zu sagen, dass du doch findest, dass der Bann gerechtfertigt war? Von mir aus sag doch, dass du es uncool fandest. Von mir aus, okay, aber einen Bann zu rechtfertigen, der vor Gericht verboten wurde und zu sagen, dass er es verdient hatte, ist doch wirklich ein bisschen komisch, oder? Montana Black wurde in der Vergangenheit ebenfalls Frauenhass vorgeworfen, weil er in seinen Streams Frauen mit Hunden verglich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Frauenhass sagen kann, man könnte auch sagen maximal dumm, so. Mit Bezug auf Shoyoka
traf er Aussagen wie, aber dein Lächeln ist hübsch oder wenn sie vor mir knien würde. Ja, Monte hat einfach so den Spruch rausgehauen, Frauen sind wie Hunde, um zu zeigen, dass er misogyn ist und alle Frauen hasst. Da war nicht mehr. Das Zitat ist absolut korrekt so und auch nicht aus dem Kontext gerissen. Auch die absolut schreckliche und frauenfeindliche Aussage, aber ihr Lächeln ist hübsch, finde ich sehr problematisch und ich finde eine Haftstrafe von mindestens 2 Jahren dafür sehr gerechtfertigt. Außerdem das überhaupt nicht aus dem Kontext gerissene Zitat, dass sie vor ihm knien soll. Wenn du im Stream sagst, Monte Abi, Entschuldigung. Auf die Knie, nein. Ist natürlich korrekt zitiert, absolut nicht aus dem Zusammenhang gerissen und stellt Montana Black in überhaupt keinem komischen Licht dar. Ist klar. Es finden sich Kanäle auf YouTube, die seit Beginn der Kampagne ausschließlich dieses Thema behandeln oder erst mit dieser ins Leben gerufen worden wurden. Und das stimmt. So, ne? Das stimmt. Hiermit wird wahrscheinlich Jay Riddle gemeint sein. Und ja, er ist erst durch die Shuyoka-Sache auf YouTube in Erscheinung getreten. Allerdings verstehe ich nicht, wie er denn jetzt von Hass gegen Shuyoka profitieren möchte. Seine Videos sind einfach super unterhaltsam und er macht das wirklich großartig, wahrscheinlich einer der unterhaltsamsten Meinungsblogger, die es gerade auf YouTube so gibt. Abgesehen von KuchenTV natürlich. Das ist ja so, wie der kleine süße Boy da schon sagt, ne? Denn der reagiert zurzeit immer auf mich und ich möchte Daddy Kuchen TV auf keinen Fall verärgern. Unterm Strich sind die größten Gewinner der ganzen Sache aber jene Firmen, die die Videoplattformen betreiben, allen voran YouTube. Aus ihrer Sicht bieten die nachgefragten Videos mutmaßlich vor allem die Möglichkeit, dort die Anzeigen ihrer Werbekunden zu platzieren. Denn Drama und Streit bringen viele Menschen auf die Plattform und fesseln sie an die Bildschirme. True! Das erklärt vermutlich auch, warum der Kuchen TV überhaupt noch auf YouTube zu finden ist. Auf anderen Plattformen wie etwa Twitch war gesperrt, muss man sagen. Das ist natürlich mal wieder eine sehr, sehr logische Argumentation, der Baba Bartonek hier einfach zustimmt. Denn KuchenTV war ja überhaupt nicht erfolgreich mit Shuyoka-Content auf Twitch. Das war nur auf YouTube der Fall. Und es könnte ja auf keinen Fall daran liegen, dass Twitch-Support ungefähr 1 Million Mal getaggt wurde und Shuyoka dazu aufgerufen hat, seine Streams melden zu lassen. Nein, 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 das liegt bestimmt nur daran, dass YouTube ihn das machen lässt, weil YouTube damit Geld verdient und Twitch tut das nicht, weil was auch immer. Sophie Müller ist ein Pseudonym, okay? Die Autorin ist Twitch-Streamerin und beschäftigt sich mit Computerspielen. Der tatsächliche Name der Autorin ist der Redaktion bekannt, okay? Spannend. Knu, schreibt hier jemand. Es gibt ja viele, du, das kann irgendwer sein. Es kann auch Barbara Tunek sein. Ne? Vielleicht war es die Barbara. Dass Knu diesen Artikel geschrieben haben sollte, würde ich mal weitgehend ausschließen. Sie ist dafür viel zu intelligent und sympathisch. Barbara Bartonek verliert auf jeden Fall kein weiteres kritisches Wort mehr zu diesem Artikel. Er hat den ja weitgehend zugestimmt, was ich wirklich schwach finde. Also, selbst wenn man Shuyoka verteidigen möchte, sollte man bei sowas einfach ganz klar sagen, dass das ein schlechter Artikel ist. So viele inhaltliche Fehler und unlogische Argumentationen sollte man einfach nicht wegignorieren, vor allem, wenn man für Shuyoka ist, weil das nur negativ auf sie zurückfällt. Vergesst nicht, das Charisma von Barbara Bartonek in den Kommentaren zu bewerten und lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dot org